Willkommen, willkommen zu einer neuen Runde Jurassic World Evolution. So, wir gehen mal gleich in den Kontrollraum und dann gehen wir hier gleich mal zu unseren Fossilien und verkaufen das mal. Dann ist hier der Krichtonsaurus demnächst fertig, den extrahieren wir. Und noch einmal, dann gehen wir auf die Weltkarte und gucken uns hier nach einer neuen Expedition um. Dann gehen wir hier zurück und dann müssen wir mal schauen, was ist denn das Proceratosaurus-Genom, können wir noch nicht machen. Die meisten Kampfsiege, ja, da müssten wir hier nochmal ein paar Freunde züchten und die dann hier in die Arena packen. Aber dazu müssten wir die hier aus der Arena in Anführungsstrichen rausnehmen. Weil da sind ja gerade unsere süßen kleinen Dracos drin. Hier seht ihr sie. Die süßen kleinen Dracos, die da in der Herde marschieren und sich auch hoffentlich wohlfühlen. Jawohl. Da müssten wir die dann rausnehmen. Oder wir lassen die hier einfach drin. Auch wenn ich gestehen muss, dass ich mit diesem Gehege jetzt nicht so unbedingt zufrieden bin vom Design her. Da bin ich tatsächlich auch am Überlegen, ob wir da nicht nochmal Anpassungen vornehmen sollen. So, jetzt gucken wir aber erstmal noch kurz nach unseren anderen Dinoline. Wir gucken mal auf die Karte, lassen uns hier mal die Dinoline anzeigen. Und da haben wir hier 1, 2, 3 Saurinas, wie auch immer. Dann haben wir hier einen Edmonto, da haben wir noch einen und da haben wir noch einen, sind dann 3. Hier haben wir 4 Strutimimen und hier drüben haben wir unsere 4 Dracorexe. Und hier drüben haben wir 2 betäubte Kreatosauren. Okay. Die Futterstation. Die haben wir ja letztes Mal betäubt, weil wir den einen verkaufen wollten. Was wir da eigentlich. Ach so, ja, ich glaube, wir mussten den verkaufen, um hier eine Mission abzuschließen. Jetzt gehen wir mal schnell gucken. Ah ja, dann wir müssen hier Futterstationen auffüllen. Das heißt, wir schnappen uns hier mal ein Ranger-Team. Das geht hier so und dann fügen wir da eine Aufgabe hinzu. Ah komm, wir fangen hier vorne an und dann machen wir das Ganze gleich nochmal mit Team 6, was eigentlich Team 2 ist, aber ist wurscht. So, dann machen wir hier noch eine Aufgabe. So, dann gucken wir mal. Aufgabe 2 von 3. Okay, dann gucken wir nochmal auf das Ranger Team 3. Wir können hier noch eine Aufgabe hinzufügen und füllen dann diese hier noch auf. Und jetzt müssten wir Sicherheit der Gäste. Nicht sauber oder einfach, aber immer notwendig. Also sehen Sie sich diesen Auftrag an. Sorgen Sie dafür, dass 3 Minuten lang nicht mehr als 5 Gäste durch Fleischfresser sterben. Bedrohungseinschätzung ist das Kernstück unseres Auftrags. Wir haben einen Park voller Ausstellungsstücke, die unsere Besucher nur allzu gern verspeisen würden. Was zwischen Ihnen und Ihren Echsentrieben steht, wir. Dazu gibt es einen Auftrag. Und wenn Ihnen etwas an unseren Gästen liegt, gibt es keinen Grund, ihn nicht anzunehmen. Ja, die Frage bei diesem Auftrag, die ich mir schon gestellt habe, als ich hier diese Überschrift gelesen habe, ist die, muss ich jetzt dann ein paar Dinos freilassen und muss dann irgendwie dafür sorgen, dass die zwar draußen rumrennen, aber meine Gäste trotzdem nicht fressen? Oder kann ich die einfach in ihren Gehegen drin lassen und dann ist alles supi? Wir akzeptieren das einfach mal und gucken mal, was... Ich bin kein Held wegen der Dinge, die ich für unsere Besucher getan habe. Ich nenne mich nicht so, nun ja, weil ich das nicht muss. Jeder andere hätte dasselbe getan und sich so verhalten wie ich. Nur haben sie das nicht. Doch ich habe es getan. Ich habe gehandelt. Heroisch. Du hattest auch eine Monsterwumme dabei, mein Freund. Also, hä? Wie auch immer.
Ah, okay, es zählt. Es zählt hier schon die Zeit nach unten. Das ist gut. Ich muss mal schnell auf die Karte gucken und mir anschauen, wo sind eigentlich unsere Rangerlein. Ah, die sind am Start. Dann sollte dieses Symbol hier demnächst verschwinden. Dann gehen wir hier oben nochmal gucken. Wir haben neue Fossilien gesammelt. Wir haben einen toten Dinosaurier. Das ist traurig. Wir extrahieren hier die Dino-DNA. Und noch einmal machen uns dann wiederum auf die Suche nach einer neuen Expeditionsquelle. Und jetzt suchen wir uns unseren Dino. Wo ist der tote Dino? Da ist der tote Dino. Okay. Das bedeutet, wir nehmen unser Transportteam und entfernen den Triceratops. Dann gehen wir gleich sofort hier hinein und gehen in den Brutkasten und brüten uns einen neuen Triceratops aus. So, ausgebrütet. Und dann sollten wir, damit wir immer schön einen wunderbaren Bestand haben. Und ich werde versuchen, wenn nachher diese Ausbrüten fehlgeschlagen, das ist nicht gut, sondern wir den aus und brüten gleich mal einen neuen aus. So, ausbrüten. So, und wenn dann nachher hier diese Krichtonsaurier auf 100% sind, dann werden wir auch die ausbrüten. Und da das Pflanzenfresser sind, werde ich versuchen, dass wir die in dieses Pflanzenfresser-Gemeinschaftsgehege reinsetzen können. Wenn die sich dann aber ähnlich wie die Dracorexe so ein bisschen verhaltenstechnisch da nicht einfügen wollen, dann werden wir sie zu den Dracorexen setzen und mal gucken, was dann da passiert. So. Genau. Wunderbar. Der tote Dinosaurier wurde abtransportiert. Wir haben hier einen neuen Triceratops auf 50%. Wunderbar. Läuft bei uns. Was macht unsere Expedition? Die läuft auch noch. Wenn wir unsere Arbeit richtig machen, merkt niemand etwas davon. So sollte es auch sein. Nur fürs Protokoll. Ich habe bemerkt, wie Sie sich um den Auftrag zur Sicherheit unserer Gäste gekümmert haben. Hervorragende Arbeit. Vielen herzlichen Dank für das Lob. Das hört man immer wieder gerne. Genau, das heißt, wir warten jetzt auf unseren Triceratops. Währenddessen können wir uns hier mal schön diese tolle Herde angucken. Da sehen wir jetzt nämlich gerade alle unsere Tiere, bis auf die Dracorexe und die Fleischfresser. Dinosaurier freilassen, jawohl, und yay. So, ein neuer Triceratops. Willkommen in der Familie, mein Freund. Fühl dich wohl, hab Spaß, geh baden und fressen. Ich hätte ja jetzt gesagt, geh dich auch vermehren, aber das kannst du nicht, weil du hast kein passendes Gegenstück, um das zu tun. So. Wir haben neue Fossilien. Wir verkaufen diese Fossilien und diese Fossilien verkaufen wir auch. Und hier extrahieren wir wieder DNA. Das geht alles zügig voran bei uns. Ich finde das wunderbar. So, und dann müssen wir mal langsam aber sicher schauen, wie wir hier an neue Expeditionsgebiete kommen, weil so wie es scheint, sind die hier alle jetzt dann langsam aber sicher erschöpft. Und die einzige Möglichkeit, wie wir da an neue Gebiete kommen, ist, dass wir uns setzt weitere Expeditionszentren voraus. Und das bedeutet, da man pro Insel nur ein Expeditionszentrum bauen kann, soweit ich weiß, lasst uns das mal noch schnell prüfen. Ranger, ACU, Sturm, Wissenschaft, hier gibt es Fossilien, Forschung, fortgeschrittene Gewächshäuser, Innovationen, Sicherheitszentren. Was haben wir hier bei Gehege? Da haben wir auch Aviarium, Beobachtungsplattform, Gyrostation und Jurassic Tour.
Das bedeutet tatsächlich, dass wir das Hotel müssen wir noch bauen. Fällt mir dabei gerade ein, sehe ich gerade. Das Hotel müssen wir irgendwann mal noch bauen. Dass wir uns da dann auf eine neue Insel umsiedeln müssen für eine kurze Zeit, um auf der neuen Insel ein neues Expeditionszentrum, so ein Dingens hier, bauen müssen, um dann ein zweites zu haben, damit wir dann die anderen Expeditionsseiten der Welt, Expeditionsplätze auf der Weltkarte freigeschaltet bekommen. So, das war jetzt eine ziemlich lange Erklärung für eine ziemlich einfache Sache. Wo kann man eigentlich dieses Expeditionszentrum bauen? Weiß das jemand? Weil gesehen habe ich es jetzt nirgends. Zäune, Tore, Beobachtung, das ist alles lalabla. So, Ranger-Station. Oder hat es das jetzt komplett ausgeblendet, weil ich... Nein, hier kann ich es bauen. Pro Insel kann nur ein Expeditionszentrum gebaut werden. Seht ihr, Ein so ist neuer es. Auftrag kam gerade rein. Machbar, sage ich. Von Ihnen. Führen Sie zwei erfolgreiche Expeditionen durch. Ja, das können wir annehmen. Das ist zwar ein Unterhaltungssektor, den wir jetzt momentan gerade nicht unbedingt brauchen oder erhöhen müssen, weil der ist, obwohl der ist schon relativ niedrig. Das können wir machen eigentlich. Das ist okay so. Können wir noch mehr Aufträge? Nein, Auftragslimit wurde erreicht. Fossilienfunde, das ist der neue. Okay, wir gehen hier noch mal schnell. Hä? Ich wollte zurück. So, ja. Weil wir müssen hier diese Schlosspunkte erreichen, damit wir hier unten die Dinger freigeschaltet bekommen, so wie hier. Damit wir das Sicherheitszentrum und das Innovationszentrum bekommen, weil dadurch gibt es dann höchstwahrscheinlich auch neue Dinge zu erforschen. Und dann müssten wir theoretisch nämlich auf diese Insel übersiedeln und hier noch ein Expeditionszentrum ausbauen. Ausbilden, um dann hier wieder Expeditionen starten zu können. So, das verkaufen wir, das extrahieren wir, das extrahieren wir. So, wir haben einen kranken Saurier, das heißt, wir nehmen da gleich mal unser Ranger-Team und heilen diesen armen kranken Saurier. Passt mal auf, Ranger-Team. Ranger-Team Aufgabe hinzufügen. Wir könnten aber auch mal rein spaßhalber, passt mal auf, das machen wir. Wir nehmen Ranger-Team 1, wir lenken das Fahrzeug selber und dann machen wir hier mal den sozusagen Notarzt-Drive. So, lasst mich durch, ich will Arzt sein. Wir ballern erstmal komplett volle Kanne gegen einen Laternenpfahl, das ist immer gut. So, wo ist unser Kranker? Da hinten. Da. So, dann hauen wir hier mal die Bremse rein. Wechseln auf das Gewehr und dann. Sie müssen das Tier medikamentös behandeln, um Ne, es halt zu. mal. Moment mal. Betäubungsgewehr. Ich will doch gar nicht Munition wechseln. Da. Ne, behandeln. Ah ja. Okay, also. Q und E. Ja, ne, haben wir. Also wir haben jetzt die Behandelmunition hier am Start. Das heißt, es müsste eigentlich funktionieren. Wo bist du, mein Freund? Du bist da. Dann Medizin wird verabreicht. So. Keine infizierten Dinosaurier entdeckt. Perfekt. Sehr gut. Haben wir schön gemacht. Dann gehen wir hier gleich mal rum. Es gibt keine Erkältungsquellen mehr im Park. So, dann fahren wir den Jeep gleich wieder zurück. Hier einmal quer durch alle Menschen durch. Wie gesagt, lasst mich durch. Ich will nach Hause. Wenn man da hupt, hilft es gar nichts.
Die lieben Menschen verhalten sich artgerecht, indem sie nicht aus dem Weg gehen. Oder erst dann aus dem Weg gehen, wenn schon alles zu spät ist. So. Ja, übernimm das Steuer, das ist vollkommen in Ordnung. Und dann fährst du hoffentlich zurück zu deiner Station. Wieso seid ihr, meine Lieben, eigentlich immer noch betäubt? Kann man euch irgendwie aufwecken? Wisst ihr, was wir da tun? Wir nehmen einfach mal das Transportteam und lagern die einfach mal um. So, und dann lagern wir dich noch schnell um. So, was ist eigentlich mit dir hier los? Ranger Team 3 kehrt zur Basis zurück, indem man einfach mal volle Kanne gegen den Dino brezelt. Mein Freund, wenn der aufwacht, dann würde ich behaupten, du hast ein Problem. Ja, also nur mal so als kleiner Hinweis. Du kannst nicht einfach gegen einen Dino volle Kanne dagegen brezeln, auch wenn der pennt. Es kann ja wohl sein, der wacht auf und dann bist du Frühstück. Ja, ich würde das lassen an deiner Stelle, aber jo, tut, was immer ihr nicht lassen könnt, hätte ich jetzt gesagt. So, haben wir die Möglichkeit, was macht unsere Expedition? Vor allem, wo war die jetzt? Die war hier hinten. Ah, wir haben gar keine am Start. Okay, das ist natürlich nicht so gut. Wo haben wir hier da Grabungsstätten? Da haben wir einen gelben Spot. Die machen wir mal schnell weg, die gelben Spots. Da haben wir noch einen gelben Spot. So, Jurassic World Aviarium. Kann ich das jetzt etwa bauen oder wie? Kann ich das Aviarium bauen? Moment, wo war das? Das war hier bei, nicht bei Strom, das war hier bei Dino-Krempel drin. Nee, kann ich nicht. Forschung öffnen. Forschung. Ich kann hier null bauen, null bauen, null bauen, null bauen. Und das Aviarium ist hier drin. 5 Forschungszentren benötigt. Deshalb schließen Sie die zurück zum Jurassic Park Missionen ab. Aha. Freischaltungsbedingungen nicht erfüllt. Okay. Das heißt, wir müssen da erstmal noch andere Missionen freischalten. Ist es ein Entweder-Oder oder ist es ein Und? Das weiß ich jetzt natürlich nicht. So. Isla Takano Missionen unvollständig. Isla Sorna Bewertung 3 Sterne. Oh, da geht's ja richtig zur Sache. Schließen Sie Claire's Zuflucht Missionen ab. Unvollständig. Das heißt, wir müssen die dann noch alle nebenher irgendwann mal machen. Okay. Freischaltungsbedingungen nicht erfüllt. Isla Pena Sicherheitslevel auf irgendwo. Forschungszentren 2, schwerer Stahl. Forschungszentren 4. Das heißt, wir müssen da mal noch richtig Gas geben. Auf den anderen Inseln. Okay. Weil hier geht es ja dann auch noch mal weiter. Ne? Ah ja, aber dann muss ich diese Claire-Zuflucht-Mission wohl machen. Ich dachte, die kann man dann gesondert spielen, ohne hier das Hauptspiel spielen zu müssen. Aber dann werden wir wohl diese Claire-Missionen doch irgendwann demnächst mal in Angriff nehmen müssen, weil über die kann man, oder dahin kommt man nur übers Hauptmenü, soweit ich das weiß. Ihr habt schon wieder Hunger, was ist denn los mit euch? Ihr habt schon wieder, ich glaube, ich sollte hier mal eine zweite Futterstation einrichten. Das werden wir dann gleich mal in Angriff nehmen. So, passt mal auf, wir schicken da mal ein Team hin. Diese Expedition war vor allem wegen Ihnen ein Erfolg. So. Sie können sich verbeugen, aber und ich werde nicht klatschen. Okay. Dann lass es. Dann nehmen wir hier eine Futterstation für bitte einmal Fleisch. Und die setzen wir hier hin. So.
Und dann gucken wir uns diese Futterstation an. 8 Minuten, das ist mir zu lang. Wir machen 3 Minuten. So. Und wir machen auch hier unten 3 Minuten. Ja, hat er. Okay. So. Wunderbar, weil die fressen ja wohl relativ viel. Bei den anderen hier scheint es alles zu funktionieren. Wir gucken nochmal, indem wir uns hier nochmal ein Ranger-Team krallen. Ja, da sind wir aber auch schon wieder auf Orange. Das heißt, wir füllen hier auch gleich nochmal auf. So, wir nehmen Ranger Team 3 und füllen hier nochmal auf. Wie sieht es eigentlich mit Futter hier unten bei euch aus? Wir nehmen Team 6, Aufgabe hinzufügen. Ja, das sieht auch nicht so toll aus. Deswegen einmal alle Ranger Teams an den Start gebracht, um da für Futter zu sorgen. Und dann gehen wir mal hier in die Aufträge rein, machen uns einen neuen Auftrag. Neuen Auftrag von Sicherheitschef. Ich weiß, dass Sie damit Erfahrung haben, also sollte dieser Auftrag Ihrer Kragenweite entsprechen. Wow. Brüten Sie einen Strutiminus aus und lassen Sie ihn mit einer Bewertung von mindestens 9 frei. Okay, das schaffen wir. Hoffentlich irgendwie. Strutimimun. Dann gucken wir hier mal rein. Strutimimen. Ihr seid hier. Bewertung. Wo findet Bewertung 52? Bewertung 13. Ja, perfekt. Dann brüten wir dich aus. Und dann fossilieren wir hier noch ein bisschen. Extraktion bitte. Und hier nochmal einmal Extraktion. Dann gehen wir hier zurück in unsere Karte. Machen eine neue Expedition auf. So, wunderbar. Jetzt hoffe ich nur, wartet mal, was sagen denn unsere Strutimimen? Wo sind die? Die sind hier. Die, ja gut, die sind sozial recht gut, die sind im Bestand noch recht gering. Also von daher, da können wir ruhig noch einen dazu setzen, bevor wir da irgendwie Probleme bekommen. Dann ist er auch schon fertig, dann lassen wir ihn frei, beziehungsweise sie. Weil ja, wie bekannt, alle Dinosaurier in Jurassic Park und Jurassic World Weibchen sind. So. Sie sind ein wahres Naturtalent, aber das wissen Sie sicher schon. Immer. Dennoch, gute Arbeit beim Abschließen dieser Mission. Vielen Dank. So, Rufbelohnung, Sicherheitszentrum, Besucherzentren. Ja, wir können Besucherzentren bauen, sehr cool. Sicherheitszentrum verfügbar. Pflichtbesuch für alle Parkgäste, die sich für Sicherheit interessieren. Generiert je nach Sicherheitsruf zusätzliche Einnahmen. Ja, dann hoppala, du bist ein bisschen groß, ha? Sollen wir dich dann mal bauen? Dann bauen wir dich mal und dann bauen wir dich aber hier an die Seite ran. So, wir bauen dich hier mal an die Seite ran. Ja, das ist ein bisschen schade. Warum snappst du nicht? Okay. Warum snappst du nicht an die Straße? Weil manche Gebäude, die snappen an die Straße und dann weiß man, okay, hier kann ich das bauen. So, wir bauen dich mal. Ja, wir bauen dich mal direkt hier so hin. Bauen dich mal direkt hier so hin. Noch ein bisschen weiter. Jawohl, okay, okay. Und dann noch ein bisschen weiter nach vorne. Nein, willst du nicht? Okay. Dann bauen wir dich genau dahin. So. Wir haben neue Fossilien zum Extrahieren. Was gibt es hier? Nichts. Moment. Archiv. Charaktere. Gibt es einen neuen wohl? Vivian Krill. Okay, das ist aber jetzt momentan gerade uninteressant. Deswegen gehen wir hier raus. So, ach so, ja, ich wollte hier extrahieren, wollte ich. So, wir verkaufen dich und wir
extrahieren weiter unseren Krichtonsaurus. Wir starten eine neue Expedition. Ah, es könnte knapp werden. Ich weiß nicht genau, ob das reicht. So. Sicherheitszentrum wird gebaut. Das ist schön. Wir machen hier ordentlich Plus in unserem Park. Wie wir hier unten auch sehen, wir haben 82 Millionen Dollar. Also heißt, unser Park macht hier ordentlich Kasse. Ich vermute, wenn wir dann nachher die anderen Inseln besiedeln und bevölkern, dass dann die Kasse geringer werden wird. Weil die Aufbauphasen, die kosten immer etwas mehr Geld. Weil alle Gebäude, alle Gehege und Saurier ausbrüten. Und wie ihr gesehen habt, Saurierbrüten ist nicht ganz so günstig. Wenn man hier mal jetzt geschwind guckt, allein hier ein Triceratops kostet schon mal 351.000, also ein Schnäppchen, ne? 46.000, 323.000, also die sind da alle schon ein wenig kostspielig. Der hier kostet fast 1 Million, also heißt 82 von den Dingern und wir sind pleite. Aber wenn man 82 Kreatosauren in seinem Besitz hat, dann kann man eigentlich schon fast die Welt übernehmen. Also von daher, jo. Na, ihr versteht, wie ich denke, ihr spürt, was ich meine. Klopf, klopf. Wer ist da? Neuer Auftrag. Das war's auch schon. Du bist dir sicher, dass du deine Medikamente heute genommen hast, ja? Das klang so ein kleines bisschen psycho. Ich weiß ja auch nicht. Ja, nur ein bisschen. Behalten Sie 4 Minuten lang eine Gesamtbesucherzahl von mindestens 2000. Akzeptieren wir. Wenn ich könnte, würde ich jedem Menschen die Möglichkeit geben, persönlich mit unseren Dinosauriern zu interagieren. Okay, vielleicht nur mit den Freundlichen. Ja, mit den anderen wäre es vielleicht nicht ganz so ratsam, weil, ne, Frühstück und so. So, wir brauchen hier noch eine kleine Straße. Die setzen wir. Hier können wir sie nicht setzen. Okay, wir setzen sie von hier. Sag mir jetzt nicht, ich kann jetzt hier keine Straße hinsetzen. Wieso? Wieso, wieso? Habe ich jetzt das Gebäude tatsächlich doch zu nah dran gebaut? Wartet mal, ich guck mal schnell. Hast du eine Straße? Mit Strom versorgt, Wegverbindung, ja, hat alles, was es braucht. Ja, dann ist doch perfekt. Sturmschutz, nein. Beschädigt, nein. Okay, das ist doch schon mal. Aber es hat eine Straße und es hat alles, was es braucht, um zu leben. Von daher ist es okay. Wir müssen irgendwie versuchen, unsere Besucherzahl noch ein wenig zu pushen. Und das tun wir, indem wir, passt mal schnell auf, Gäste, indem wir das Hotel bauen. Wir bauen das Hotel. Und wir bauen das Hotel hierhin, weil dann können wir nämlich um dieses Hotel drumrum. Weil hier haben die nämlich tatsächlich dann einen Blick in das Gehege. Wir bauen das möglichst nah an das Gehege dran. Und dann bauen wir so, dann ja, machen wir das ein bisschen so. Weil dann haben sie nämlich, wie ihr sehen könnt, in diesem blauen Kreis, das ist jetzt ein bisschen undeutlich, weil diese Besucher die anderen Beobachtungsposten das ein bisschen verdecken. Aber ihr könnt es euch ungefähr vorstellen, wenn ihr die Außenumrisse der blauen Linie weiterverfolgt im Geist, dann seht ihr, dass die da schon eine großartige Möglichkeit haben, Dinosaurier zu beobachten. Auch wenn da jetzt eigentlich das alles am Fluss ist. Aber mein Plan wäre, dass ich um dieses Hotel drumherum ein neues Gehege baue. Und dann haben die da eine großartige Möglichkeit, Dinos zu beobachten. Wir versuchen mal noch ein bisschen näher ranzugehen.
Und dann bauen wir hier das Hotel hin. Und versuchen mal, ob wir die Besucherzahlen über das Hotel noch ein bisschen steigern können. Das wäre jetzt mein Plan soweit. Genau, und wir brauchen natürlich, aber das kriegen wir, weil ja hoffentlich hier bald die Forschung abgeschlossen ist für diese Krichtonsaurier. Ja, 96%, das sollte reichen, dass wir das schaffen. So, dann gucken wir nochmal auf die Extraktionskarte und extrahieren auch diesen Teil nochmal schnell. Weil mit neuen Sauriern sollten wir es schaffen, diese knapp 70 Besucher uns noch zu holen. Weil wir haben ja jetzt das Hotel, das zieht nochmal Besucher an. Und wir haben dann neue Saurier, die auch nochmal Besucher anziehen. Und von daher habe ich da großartige Hoffnung, dass das dann passt. Jetzt müssen wir nur schauen, wie ist es hier mit Strom. Strom, ja, weil Strom hat nämlich das Hotel keins. Keinen, wie auch immer. Und das heißt, wir müssen hier irgendwo noch kurz einen Strommasten aufstellen. Den stellen wir hier mal hin. Direkt richtig hässlich neben das Gehege. Ich könnte ihn auch... wartet mal, ich könnte auch hier... Ja, ich könnte auch hier durch den Wald gehen. Passt mal auf, wir gehen hier durch den Wald und setzen da den Stromverteiler hin. Moment. Da geht's überall nicht. Warum geht's da nicht? Wegen den Terrainbeschränkungen. Da geht's, aber da bringt's mir nichts. Okay, dann wäre hier die nächste Möglichkeit. Da bringt's mir aber auch nichts. Genau, wir machen den Stromverteiler direkt hier vor den Hoteleingang. Das macht dann richtig viel Sinn. Nee, dann pflanzen wir den tatsächlich doch designtechnisch leicht unpraktisch hier direkt an den Zaun. So. Und machen dann eine Verbindung von hier nach da. So, vielleicht nicht gerade über durch dieses Gehege. Wobei, eigentlich ist es egal. Komm, zack. Das Hotel hat jetzt Strom. Das Hotel hat eine Wegverbindung. So, okay. Dann müssen wir uns irgendwann mal nochmal um Sturmschutz kümmern. Wir schauen mal rein. DNA extrahieren, 98%. Und diese DNA brauchen wir schon nicht mehr zu extrahieren. Das heißt, wir kriegen hier jetzt unseren neuen Saurier. Das heißt, ich warte das lieber nochmal kurz ab. Nicht, dass ich das jetzt verkaufe und dann brauche ich es nachher doch nochmal. Das wäre ein wenig ungünstig. So, dann expeditieren wir hier nochmal neu. Die Gästeanzahl steht stabil auf 2000. Sehr gut. Neues vollständiges Genom. Krichtonsaurus. So, dann brüten wir da mal testweise einen aus. Wo ist er in unserer Liste? Da ist er. So, kann man den irgendwie noch modifizieren? Wir schauen uns das an. Und bringt uns das was? Jawohl, das bringt uns gleich mal bessere Bewertung. Dann gehen wir hier gucken, 67, 71, Bewertung plus 10%, plus 10%, plus 8%. Was wollen wir nehmen? Wir nehmen dieses, weil das bringt uns eine erhöhte Lebensfähigkeit im Vergleich zu diesem hier. Das heißt, wir nehmen dieses hier. So, dann... Lebensfähigkeit 89%. Jawohl, das bedeutet, wir nehmen hier die Zähigkeit der Haut. Dann haben wir hier
keins, dann haben wir hier keins zur Auswahl. Was nehmen wir hier? Wir nehmen hier, wir nehmen hier Bewertung plus 9 bei der Immunreaktion. Die nehmen wir. Und hier haben wir noch keins. Und hier oben bei Angriff haben wir noch ein paar. Das heißt Bewertung plus 11%, plus 8%, plus 10%. Wir gucken mal. Die plus 11% bringen uns minus 3, minus 6, minus 6. Dann nehmen wir die Härte der Zähne, weil es bringt uns die höchste Bewertung mit der geringsten Form von Abzug an Lebensfähigkeit. So, und dann haben wir auch schon diesen Saurier fertig gestaltet, was die Genomfaktoren angeht. Und dann brüten wir ihn aus. Und dann kümmern wir uns noch mal kurz um das Fleisch, das uns jetzt wieder fehlt. Wir brauchen hier eine Aufgabe. Das heißt, wir machen dich und machen dich. Machen dich. Aufgabenplatz voll. Okay, dann nehmen wir hier den nächsten. Ah, okay, den haben wir schon. Dann nehmen wir hier den Dreier und sagen hier, die haben wir, die haben wir, die haben wir. Dann brauchen wir hier die da und die da und die da. So. Und dann passt das. Dann können wir wieder hier, wir verkaufen dieses Steinchen und wir verkaufen dieses Fossil und wir verkaufen dieses Fossil. Haben wir noch Expeditionskraft übrig? Jawohl, haben wir. Einmal geht noch. So, bist du jetzt überall hin unterwegs oder eher weniger? Wir hoffen mal, dass ihr alle unterwegs seid. Okay, das war beeindruckend. So. Gastanzahlauftrag ist abgeschlossen. Wo haben wir jetzt noch? Hier fehlt es noch. Dann hoffen wir mal, dass da bald einer kommt und sich drum kümmert. Nicht, dass unsere armen Saurier da verhungern müssen. Währenddessen gehen wir hier wieder in unsere Auftragsdings rein, holen uns einen neuen Auftrag zum Thema Auftrag eignet sich hervorragend, um Sicherheit. Die Sicherheitsabteilung zu verbessern. Ich halten Sie die Parkbewertung 3 Minuten lang mindestens bei 5 Sternen. Die Steigerung des Parks ist absolut erschreckend. Die Details finden Sie in diesem Auftrag. Ich weiß nicht, weil ich habe ja gar keine 5 Sterne. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob wir diesen Auftrag kommen. Wir lehnen den mal ab, weil ich mir da nicht sicher bin, ob wir den überhaupt erfüllen können, weil wir, wie gesagt, hier bei der Parkbewertung noch gar nicht auf 5 Sterne sind. Uns fehlt hier Anlagenbewertung. Sehr hohe Vielfalt, großartiges, sehr hohe Sicherheit, sehr hohe Kapazität, annehmbare Zufriedenheit. Da wäre jetzt die Frage, wie können wir Sichtbarkeit 88%, Nahrungsbewertung, Getränkebewertung, Spaßbewertung, Einkaufsbewertung, Toilettenbewertung, Transportbewertung. Ja, wir müssen gucken, dass wir irgendwie noch Transportmittel hier an den Start kriegen, weil da haben wir wirklich Probleme. Okay. Was haben wir hier wieder für Sorgen? Ja, das ist ja, du bist ja wieder auch hier, ne? Wieder zu nah dran. Mit deinem lieben Autochen. Hat er jetzt. Ja. Weißt du, also ernsthaft. Wie wär's, wenn du einfach mal. Die armen Saurier. In Ruhe lässt. Und dann nicht immer irgendwie. Versuchst. So. Muss an einer Rangerstation repariert werden. Ja, da wird er jetzt hoffentlich gleich automatisch hinfahren. Ich gucke jetzt nochmal schnell rein wegen
der Futterauffüllgeschichte. Nee, aber das sieht eigentlich alles gut aus. Naja, hier können wir vielleicht noch mal auffüllen. So. Okay, dann gehen wir hier noch mal rein bei den Fossilien und verkaufen die alle. So, verkaufen, verkaufen, verkaufen. Dann gehen wir noch mal auf die Expedition. Da gibt es nämlich noch mehr. Da kann man weitermachen. Wunderbar, wunderbar. So, können wir jetzt noch mal einen anderen Auftrag annehmen? Jawohl, können wir. Wir nehmen mal, passt mal auf. Wir gucken mal vorher hier kurz rein. Da wollte ich nicht rein. Ich wollte hier rein. Nee, aber wir sind hier noch nicht. Ach so, doch, die hatten wir ja freigemacht. Roceratosaurus. Brauche ich den nicht? Brauche ich den nicht? Doch, den brauche ich. Hä, dann müssen wir doch die Sicherheitssachen hier machen, damit wir diesen Saurier bekommen. Wir gucken mal, was haben wir hier? Wir gucken mal. Aufträge, neuer Auftrag. Wir gucken mal nochmal bei Sicherheit. Nehmen Sie den Auftrag an. Ich habe das Gefühl, der wird für uns beide langfristig wertvoll sein. Finden Sie mit Hilfe des Expeditionszentrums ein Fleischfresserfossil? Ja, das ist relativ einfach, vor allem dann, wenn wir jetzt demnächst auf eine andere Insel kurz umziehen. Jede neue Entdeckung vergrößert unser Wissen. Das ist wichtig. Nehmen Sie an. Ich bin dabei. So. Und dann müssen wir vielleicht auch noch mal gucken wegen. Vielleicht mache ich es tatsächlich, dass ich hergehe und diesen Käfig hier rüber versetze mit den Dracos und dann hier drüben die Kampfarena noch ein bisschen versuche zu verschönern und vielleicht auch ein bisschen kleiner zu machen, um einfach damit die Dinosaurier schneller aufeinandertreffen, weil wir brauchen ja hier unten immer noch diesen Kampfsieg. Und der ist ja auch sicherheitsrelevant, deswegen ja. Aber das kommt dann in der nächsten Folge. An dieser Stelle ist diese Folge beendet. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich bedanke mich bei euch fürs Dabeisein. Und hoffe natürlich, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und dann sage ich bis dahin, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.